Let's play XCOM 2. Wir überfallen Aliens. Wie cool das aussieht. Wir sind im Dschungel. Super Dschungel-Action. Mein Avatar, der Firlefanz. Ich hoffe, der stirbt nicht. Koordinaten des Adventzugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern. Alle Feinde ausschalten. Na gut. Das klingt nicht so schwer, oder? Also, ist wahrscheinlich turboschwer, aber... Wo ist denn das Ding? Ist das der Zug? Okay. Sind wir noch Stelzi? Ja. Wir sind die reinsten Stelzbobs. Achso, nee, wenn ich den Sniper... Also das habe ich eben schon mal falsch gemacht. Wenn ich den Sniper zuerst vorschicke... Ist das Mist? Moving to position. Ah, das ist der neue... Oh, Moment! Ohne die Zufuhr, was ist das denn? DNA zeigen diese einst als Dynamant was ist das denn? Kreaturen nun ihre wahre Form, die einer reinen Reptilienspezies. What? Da sich die Aliens nicht mehr verstecken müssen, brauchen sie keine Infiltrationseinheit mehr. The fuck is happening? Können wir kurz drüber reden, dass da ein Schlangenäumel war? Er ist bestimmt bei Slytherin. Okay. Dann noch riesige Dschungelmusik. Ja. Position Carava. Ach, wie ärgerlich, dass ich kein Spanisch mehr kann. Wie weit dürfen wir vor? Da ist schon die magische Grenze. That's affirmative. So, wir haben Ninja Ute. Die soll ja irgendwann mal unsere Stelzkönigin werden, ne? Soll ja auch nicht zu weit. Hier gibt es keine Deckung mehr, wo man... Doch, da. Moving to designated position. Oink, oink. Hüpf, hüpf. Oh, Captain Firlefanz soll natürlich eine gute Schussposition haben, schlussendlich. Deswegen schicken wir den mal dann hin. Dann mal los. Dann mal los. So, die Frage ist, wie weit sich diese Mistviecher jetzt noch bewegen. Wenn die auf uns zukommen, wäre das blöd. Voy a la ubicación designada. Okay. So, die kann ja zur Not noch richtig abninjern. Da habe ich ja noch ein bisschen Angst, dass... Ach, der kann ja Leute... Der hat jetzt das neue Gefechtsprotokoll, der kann Leute buzzern. Das ist natürlich auch cool. Wenn die in diese Richtung kommen, sind wir eher im Sack. Deswegen gucken wir mal. Kannst du auch runter, oder? Moving to designated coordinates. Ja, diese Stealth-Phase am Anfang ist schon cool. Nein, nicht auf uns zukommen! No! Puh! That was close! Okay, der ist in der Zone, aber er hat scheinbar nichts gemacht. Gott, wie krass die sich bewegen, diese Mistschlingels. Habt ihr das gesehen? So, wo ist Raketenbernd? Wir möchten bitte mitten ins Gesicht dieser Viecher und in alle Deckungen, die haben, eine Splittergranate haben. Dankeschön. Boom. Überraschung! So, jetzt schlingeln sie wahrscheinlich in Deckung. Schlingel, schlingel, schlingel. Nos han descubierto. Wie cool die animiert sind. Hallo? Nicht zu den Jungs. Also von mir aus, aber. Dann gucken wir erstmal, was Sniper Franz hier ausrichten kann. 69%, weil das Ding voller Deckung ist. Komm, gib alles, Franz. Spratz! Was? Zwei Schaden? Low Roll! That mighty Low Roll! Das war doch Schaden 6 bis 8. Wie konnte das passieren? Was ist da passiert? Oh, Dronobert, du kannst auch, das kannst du nur zweimal machen, okay? 47%, reicht das? Yep. Ach, das war so ein Messer, Mann. Das hast du gut gemacht. Ninja-Frau, bitte ninja sie. Boah, wie sie guckt, ey. Die Ninja-Frau ist grimmig. So. Jetzt haben wir wieder Ruhe. Ja. Damit kann sie zum Superschattenwesen werden. So, da hinten ist der Zug, wo wir hinwollen.
Vermeide es, wichtige Vorräte zu zerstören. Okay. Soll ich das nicht sprengen, oder was? Das ist ja überhaupt nicht meine Art. Wer kann denn hier noch was machen überhaupt? Von gestern. Von gestern? Roger that. Dann sprengen wir da vielleicht mal nicht so viel rum, ne? Closing on target position now. So, wir müssen hier vor, also wir müssen hier nichts einsammeln, wir müssen einfach alle Feinde töten. Nein, nicht da unten hin, habe ich geklickt. Ja, dann stell ihn halt einfach aufs Freifeld. Wow. Overwatch. Overwatch. Ninja Ute, check die Lage mal ein bisschen weiter vorne. Okay, keine Schlängel zum Start. Ich bin sehr gespannt auf diese Drohne, ob die was kann, der Gremlin. Elefranz kann eigentlich hier oben bleiben, oder? Na, er drückt mal hier. Begebe mich zu dieser Position. Oh, was war das denn hier? Cool. Ja, machen wir noch das Trennfallschutz. Oh, Scheit. Okay, okay, okay. That was effective. Target eliminated. We've got Advent here. Was that? Ich hoffe, im letzten Teil gab es Einheiten, die sich unsichtbar machen konnten. Die waren sehr unangenehm. Okay. Enkel Plink Pong Tang. Bitte erschießen Sie diesen Bösewicht. Danke. Oh, eins. Ah, da, ich habe die Ute nicht dabei, die immer einen Schaden macht, ne? Stehen die in Distanz für... Oh, brauchen wir gar nicht. Muss reichen. Komm schon. Jeder Marsch. So, wer immer überbleibt, wird gleich von Ute gestochen. Roland! Roland! Ah nein, du bist... Oh, du bist Ute. Oh nein, ich bin so ein Bob. Na gut, dann muss es jetzt klappen. Komm schon. Haha! Nice, nice, nice. Ninja Ute. Good riddance. Good riddance. Oh! Nee. Nein, warum kann er nicht? Kein Ziel verfügbar. Okay, Moment. Ich dich hier hinschicke. Garantierter Schaden. Yep. Attacke, Gremlin! Das ist ein böser Wally. Auf den Kopf! Okay. Gut gemacht, Gremlin. Oder? Das hat Gremlin gut gemacht. Oh, hier oben drauf könnten wir natürlich Filifranz positionieren. Tja, die Frage ist, wo wohnen die Feinde? Wir haben ja keinen Zeitdruck oder so, ne? On my way. Gucken wir einfach mal der Reihe nach weiter, ne? Und machen dabei keine Vorräte kaputt. Achso, du bist der Einzige, der noch, der sich noch bewegen kann. That's affirmative. Das ist die Ausrüstung, für die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Okay. Also das Ding wollen wir nicht sprengen. Dann stellen wir uns da nicht neben, damit da keiner gegenschießt. Aufklärungsute klärt jetzt mal die Richtung auf. Das hat eben gut geklappt übrigens. We've got Advent here. Oh, Scheiße. Nein, nicht dahinter in Deckung gehen, bitte. Ich wusste es. So, erstmal gucken wir, was Franz regeln kann. Ah, der kann jetzt. Der kann jetzt Feuerschutz machen. Für alle quasi, ne? Der kann jetzt seinen Feuerschutz, wenn der sieht, dass der sich bewegt, bam, kann er auf den schießen. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. 78%.
Stinke-Alien, der ist natürlich eigentlich wichtiger. Okay, das machen wir mal als letztes. So, wen könntest du hier messern? Ganz gar nichts? Hä? Ach so, die... Ach, ich hab die da schon reinwaschen lassen, ich Idiot. Okay. Wird hier denn... Oh, du bist gar nicht in Deckung. Oh, da so hin. Das wäre perfekt, ne? Ich glaube, es ist fast wichtiger, dass du in Deckung gehst, statt irgendwas anderes zu machen. So ärgerlich das auch ist. Moving to designated position. So. Ja, den könnten wir damit rausnehmen. Ey, die Splittergranate macht echt ein großes Loch, ne? Leider geht ja bei der Truck drauf. So könnte man mit der Splittergranate den alten Alien treffen. Was bist du denn eigentlich für einer? Ach, der hat auch nur... Das sind normale Fraggles. Okay. 48, 47, 28. Dann machen wir den doch hier auf Nummer sicher weg. Damit wir da Ruhe haben, ne? Du kannst natürlich den... Ach shit, der hat... Warum kannst du den nicht suppressen? Zu weit, oder? Jetzt kannst du. Geh den bitte unter... Daran hindern könntest, Dinge zu tun. Mach dabei bitte nicht die Sachen kaputt. So, komm schon, Pierre Franz, gib ihm. Ah, ist okay. Zielen. Das stimmt. Na, wieder nicht. Aber sehr gut. Er geht. Ah, das ist super. Dann können wir ihm gleich eine Granate an den Kopf schmeißen. Oh nein, was macht der? Lebt da wieder jemand wieder? Ich raste aus. Yep. Aber da kann sich Messer-Ute drum kümmern. Wie viel Leben hat er? Aua! In den 9. Oh, immerhin die 9. Dann sind die immer so traurig. So, okay. Erstmal, also der Alien muss eigentlich weg, weil der wirklich gefährlich ist. Und Messer-Ute da dran. Ja, okay, die kann zur Not. Kann zur Not alle messern. Ich sagen, du sprengst ihm einfach die Deckung weg. Kommt der Zugtür. Jetzt reicht nämlich auch der Schaden für Messer-Ute. Beziehungsweise... Du musst nachladen. Oh, die beiden stehen... Die beiden stehen so, dass man die sprengen kann. Das sollten wir dann natürlich im... Das sollten wir machen. Eieieiei, Sprengolino. Na gut. Dann könnten wir das jetzt natürlich so machen, dass einfach Messer-Ute sich ihn packt. Dabei hoffentlich nicht durchs Feuer rennt. Will sie mich verarschen? Ich hoffe, sie brennt nicht. Hostiles pacified. That hurts over here. Lillian brennt. Super. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Wer ist... Ah! Oh! Oh, das wussten wir noch nicht. Das wussten wir noch nicht, liebe Leute. Da sind jetzt gerade zwei Sachen spannend gewesen. Wenn man brennt und die Runde endet, gibt es keinen Schaden. Man kriegt aber auch den Loot nicht. Und wenn man den Alien tötet, der jemanden wiederbelebt hat, endet die Wiederbelebung. Okay, das wusste ich. Ich dachte, der Zombie bleibt leben. Das ist dann wie... Okay, dann ist der auf jeden Fall noch mehr Prioritätsziel. Geilon, das hat gut geklappt. Rainer ist ein bisschen krank, aber der Neue wieder, ne? 100% Trefferquote, alter Lachs. Ja, Baller hat auf jeden Fall echt ist ein bisschen ausgerastet. Also die
Die Sprengboys sind echt böse gut, ne? Große Reichweite, Riesenrange. Also dieser Massenschaden ist halt krass, ne? Zumindest für die kleinen Gegner. So, guck mal, ist irgendwer befördert worden? Habe ich was übersehen? Ah, jetzt der arme Neue, ey. Der ist jetzt erstmal wieder 5 Jahre krank. Immer die Neuen sind krank. Ich bin froh, dass unsere Truppen im Einsatz erfolgreich sind. Das ist gut für die Moral. Das stimmt. So, was haben wir im Angebot? Oh, cool, ja. Entschuldigung. So. Robotische oder mechanische Feinde mit der... Kann man hacken? Noch gibt's keine mechanischen Feinde, aber... Naja, vielleicht hilft's ja mal, oder? Wir probieren das mal. Achso. Ja? Kann es... Nicht doof, wenn ich das jetzt anklicke? Nein. Wir möchten das. Warum dürfen wir das nicht? Gucken wir erstmal bei Marquez. Sprengschutz haben wir bei dem anderen auch nicht genommen. Ich finde ja eigentlich, dass der Fetz noch besser. Obwohl, der könnte dann natürlich zu so einem Supertank werden, ne? Komm, dann machen wir den zum Tank. Ah, Stealth-Ute. Du wirst jetzt zum Phantom. Die andere ist ja schon Klingenmeister. Ja. So. Dem würde ich jetzt gerne diese Sache geben hier. Aber ich darf halt nicht. Ich kann da drauf rumklicken. Das könnte ich machen. Nein, das wollen wir nicht. Okay, dann lassen wir es so stehen. Cool. Cool, 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 cool. Was haben wir gefunden? 2 Illyrium-Kerne. 3 Betäubungslanzenträger. Eine Viper-Leiche. Die starke Schwanzmuskulatur der Viper zieht sich durch. Auch Stunden nach ihrem Ableben noch reflexartig zusammen. Ja, Soldaten, Sektoiden. Oh, ein bisschen Alien-Legierung, Kristalle und Vorräte. Nice, das hat sich ja gelohnt. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall die Viper noch analysieren, wenn wir möchten. Kommandant, ja. Die ständige Belastung durch den Krieg kann selbst unsere besten Soldaten erschüttern. Sie werden sich wieder erholen, solange wir für ihre Gesundheit sorgen. Und sie in den Krieg schicken. Nice. Ja, wir können... Ruben... das ist das Pausenmenü? Ich würde ihn wirklich gern befördern. Danke. So, das ist richtig, ne? Okay, es war ein Bug in dem Menü. Auch mal geschafft, ja? Er ist ja so ein Hacker-Typ. Was könnten wir dem denn mal... Was tragen denn Hacker für Dinge? Oh, eine Augenklappe. Oh, ah, es gibt neue Sachen, wenn die größer werden. So ein Hacker-Typ. Ah, nee, die ist schon ein bisschen zu cool für ihn. Er kriegt die Hippie-Sonnenbrille. Ja, das finde ich gut. So, wen haben wir noch? Müssen wir noch irgendjemanden schöner machen? Der ist erschüttert. 24 Tage. Nee, ach, der ist schwer verwundet. Und erschüttert? Der arme Kerl. Jane ist ja auch. Nee, die sind alle top so. Cool, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Das hat hervorragend geklappt. Wir haben immer noch niemanden verloren übrigens, ne? Richtig krass. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich, ne?